Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich zu Brennpunkt Wirtschaft. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar einen Jungunternehmer, ja, Tobias Bretting. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bretting. Bisschen nervös, oder? Ja, es geht. Ja. Geht so, geht schau, so. Schau. Sie haben einen schönen Gürtel an, die 13, für was steht das? Ist meine Glückszahl. Mhm. Ja, es verbindet mich irgendwie ein bisschen. Es gibt so ein paar Sportler, die immer die 13 tragen. Und Thomas Müller zum Beispiel. Thomas Müller, Gerd Müller, klar. Genau. Und viele haben immer so die 5, die 7, so die Standardzahlen. Und ich war so immer Freitag der 13. Das ist außergewöhnlich immer. Deswegen die 13, das passt dir. Genau. Sie sind ein junger Unternehmer. Und wir haben uns kennengelernt, und zwar über einen Logo, genau, den Sie entworfen haben. Genau so ist es. Und zwar so in Raketenschnelle. Also das war wirklich schön. Wie entsteht bei Ihnen Kreativität? Boah, ja, Kreativität, da muss man, ich sage jetzt mal, das Unternehmen anschauen, was entsteht oder schon entstanden ist. Wie es letztendlich aussehen soll. Was soll von diesem Unternehmen erbracht werden? Für was soll das Unternehmen stehen? Damals ging es ja um eine Kardiologie von der Frau Dr. Barbara Richards. Da muss man einfach schauen, ja, natürlich, sie ist mit Herzblut da dran, sie ist ja eine leidenschaftliche Person. Und ja, welche Farben passen zu dem Unternehmen? Dann wird ja so ein großes Herz, was sie auch persönlich, also klar, wegen Kardiologie, wegen am Herzen, aber sie ist auch vom Herzen da und voll mit dabei, also eine sympathische Person und deswegen auch ein größeres Herz, ein kleinerer Schriftzug, ihre Unterschrift drunter, also muss man sich mal anschauen. Muss man sich anschauen, genau, genau. Jetzt kommen Sie aus einer, kann man schon sagen, aus einer Münchner Familie, oder? Ihre Mutter betreibt einen Fanshop, genau, und zwar so in der Richtung Platzl. Genau, genau. Da sind Sie wahrscheinlich als junger Bursch, waren Sie schon hinter der Theke gestanden. Erzählen Sie mal ein bisschen was drüber. Ja, Münchner Kindl, also die ganze Familie kommt aus München und im Opa gehört das Haus. Und da ist so ab und zu das Bayerische, was man noch merkt, aber eigentlich rede ich nur mit dem Opa Bayerisch, weil so die Mama redet auch viel Englisch und ja, ein bisschen Spanisch, Italienisch wegen der Kundschaft. Und die hat unten am Platzl da neben dem Schuhberg einen Fanshop, internationaler Fanshop, ja, so Souvenirs, Magneten, Bayern-Trikots, ein Maskrug, also alles, was wir in Paris und in London kaufen, das kann man bei uns in München kaufen. Ja. Und wie ist das so, wenn man so als junger, ja, Mensch da einfach so internationale Menschen kennenlernte oder eben einfach hunderte von Kunden einfach bedient hat? Oder? Ich würde sagen, dass daher kommt auch so meine offene Art. Also ich würde sagen, dass ich recht gut mit Menschen kann und ich rede gern, erzähle gern. Und ja, als ich 14, 15 war, stand ich mit meinem Bruder samstags im Fanshop und wir haben da gearbeitet. Den ganzen Tag. Wir haben in der Früh um 9 aufgesperrt bis abends um 8. Wir sind nicht Zeitung austragen gegangen, okay, das habe ich mit 12 gemacht, aber die meiste Zeit bestimmt 6, 7, 8 Jahre lang, jeden Samstag, stand man drin und haben Magneten verkauft. Und unter anderem natürlich beflockt ja auch Trikots, ja, oder? Und genau, da gibt es ja so eine Geschichte, wo irgendwie ein Chinese reinkam und erzählst du es mal. Ja, also es gibt, wie gesagt, viele Touristen, die dann ins Geschäft kommen und natürlich Kapischal Trikot, FC Bayern, oh, Maglietta, la. Und dann wollen sie halt das aktuelle Bayern-Trikot. Und mein Bruder und ich, natürlich immer für den Spaß zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja, also entweder gibt es hier Mehmet Scholl, die 7, oder es gibt Michael Ballack oder Thomas Müller und was wollen wir denn? Und er war schon so Richtung Thomas Müller. Und dann haben wir natürlich gesagt, also es gibt natürlich einen Youngster, der ist zwar noch nicht im Profikader, aber der kommt die nächsten Jahre groß raus. Also wenn Sie das in China tragen, da schauen Sie erst mal, aber so nach einem Jahr dann sind sie vorne dabei. Ja, ja, und wer ist das? What's your name? Bla, bla, bla. Und dann haben wir gesagt, ja, ist der Bretting. Tobias Bretting. Tobias Bretting mit der 13. Und dann hat der Chinese das Bayern-Trikot gekriegt, die 13 hinten drauf, Bretting, zack. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht, der hat sich gefreut wie ein Schnitzel und jetzt läuft er in China mit unserem Namen. Und Sie haben sich auch gefreut, oder? Und die Idee ging ja nochmal, oder? Weil Sie schauen ja schon ein bisschen aus wie Philipp Lahm, oder? Sie haben so ein bisschen schon Verwechslung, ist schon mal da, oder? Ja, ja, ab und zu, ab und zu. Ab und zu, ja, genau. Jetzt wollen wir mal einfach sehen, kommen Sie sind ein Webdesigner. Wie sind Sie da drauf gekommen? Und ich meine, wie mutig muss man da sein, wenn man sagt, jetzt machen wir eine eigene Firma? Ja, es ging los vor
ich weiß gar nicht, ja, ich habe so vor der Ausbildung einfach einen Test gemacht beim Arbeitsamt. Da kam raus, entweder in Richtung Verkaufen was oder was Kreatives. Und dachte mir, okay, super, den Test hätte ich mal sparen können, weil das ist halt, es kann von Friseur bis zu Bauträger alles werden. Und dann habe ich mich ganz normal beworben, natürlich ein bisschen über Vitamin B. Und das war zum Beispiel, wer war da der B? Das war mein Onkel. Und der kannte den Geschäftsführer von der Werbeagentur und da rutscht man halt dann rein. Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht und war da jetzt über, ja, zehn Jahre war ich dort. Super Team, super Agentur, kann man überhaupt nicht sagen. Vor allen Dingen ist es eine Kreativagentur. Das heißt, ich mache nicht den ganzen Tag nur Visitenkarten, ich mache nicht den ganzen Tag nur eine Branche. Das heißt, wir haben ein bisschen Tourismus gemacht, ein bisschen Immobilien, dann wieder Eventdesign und so macht man jeden Tag was anders. Das war so der Vorteil. Und natürlich dann auch wieder über das Geschäftliche von meiner Mutter ist halt dieses wirtschaftliche Denken, das Verkaufen drin. Das heißt, wobei es auch kreativ ist, ja? Genau, Verkaufen. Kreatives Verkaufen. Ja, genau. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Und was muss man da machen? Das geht los von, ja, das typische Photoshop, sage ich jetzt mal, wenn man ein blaues Sakko anhat, dass das morgen dann rot oder grün ist. Oder einfach Design, Layout, Broschüren, Flyer, Webseiten, Plakate, Kampagnen, Konzepte. Also Headlines? Alles mögliche, da hatten wir einen extra Texter. Mhm. Also Headlines ist wirklich ein eigener Beruf, möchte ich sagen. Gibt es extra Spezialisten. Und genau. Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang. Und war, ja, Art Director, bin aber natürlich auch immer mit den Kunden mit, habe natürlich auch so ein bisschen über die Angebote geschaut, weil bei mir immer so dieses Wirtschaftliche, das Verkaufen auch so ein bisschen drin ist. Und ja, mein Netzwerk ist sehr groß, würde ich sagen. Ich kenne viele Leute und erzähle hier, erzähle da. Und so ist es natürlich immer größer geworden, mein Netzwerk. Und und dann hat man mit der Agentur, ich sage jetzt mal, verschiedene Vereinbarungen gehabt. Und irgendwann ging es dann leider auseinander. Dann hat es halt nicht mehr gepasst. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann springe ich ins kalte Wasser. Dann hatten wir am Anfang noch so eine offene Vereinbarung, ich sage jetzt mal, dass ich 3 Tage, 4 Tage in der Agentur bin, mache die Arbeit, die da ist, mache aber auch in meinem Büro meine selbstständige Arbeit. Und dann ging es natürlich weiter auseinander und irgendwann mal wurde das mehr, das weniger und da muss man sich natürlich entscheiden, entweder jetzt wieder ganz Agentur oder ganz selbstständig. Und dann gab es natürlich den Sprung und dann bin ich in die Selbstständigkeit gekommen. Und wie war das so von den Finanzen her? Hat da die Mama so ein bisschen mit angeschoben oder haben Sie gesagt, nee, das mache ich alles selber? Nee, gar nicht. Also brauchen wir im Grunde 0,0. Also ich, wie gesagt, ich war 10 Jahre in der Agentur. Habe über meinen Onkel auch gute Kontakte in der Immobilienbranche. Ich sage jetzt mal zum einen, der eine Onkel mütterlicher Seite ist ein Geschäftsführer in einer Immobilienfirma und mein anderer Onkel väterlicher Seite ist auch ein erfolgreicher Makler in einem anderen Immobilienbüro. Von daher ist der Name Bretting, würde ich sagen, in der Immobilienbranche auch etwas bekannt. Und so habe ich über 10 Jahre lang gute Kontakte aufgebaut und dann bin ich in Selbstständigkeit gesprungen, habe eine Sammel-E-Mail rumgeschrieben, hey, ich bin jetzt selbstständig. Und es haben sich wahnsinnig viele gemeldet, wo ich echt überrascht war. Viele freundliche E-Mails, viel Glück und es hat gar nicht lange gedauert. Dann kamen die Aufträge und toi, 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 bis heute musste ich selber noch keine Werbung machen oder noch kein Marketing für mich selber. Also es läuft, ich bin echt zufrieden. Ja. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Dr. Heinrich Pompira, hat mal zu mir gesagt, wer nicht wirbt, der stirbt. Richtig. Was fällt Ihnen dazu ein? Es stimmt, ja. Es gibt noch einen anderen guten Spruch. Wer Geld sparen will oder wer Zeit sparen will, muss die Uhr anhalten. Mhm. Aber wer werben will, kann nicht die Zeit anhalten. Danach, Henry Ford hat das. Henry Ford, genau. Und genau so ist es. Also es machen kleine Unternehmen, es machen große Unternehmen. Es geht bei einer Webseite los. Mhm. Man geht auf eine Messe, man geht raus, man gibt seine Visitenkarte her. Und das Erste, was man macht, zack, Handy, Google. Google, Webseite anschauen. Und so ist das Erste, sage ich mal, von jedem Jungunternehmer bis zu einem erfolgreichen Konzern, man braucht eine vernünftige Webseite. Weil es geht alles nur noch über App, iPhone, Google, Internet. Das ist nun mal die moderne Zeit. Und da muss man, auf den Zug muss man aufsteigen. Ein guter Satz ist auch folgender, der sagt, wenn Enten Eier legen,
dann machen die das in der Stille. Die Hühner gackern beim Eierlegen und drum die ganze Welt isst Hühnereier, gell? Und keine Enteneier. Also wie wichtig ist denn das Gackern? Also wenn Sie jetzt einfach einen Kunden vor sich haben und sagen, okay, die Website, Sie können ja einfach mit Ihrer Kreativität, können Sie ja immer die Kunden anfangen und sagen, die Website gefällt mir nicht und Sie können einfach mal so einen Entwurf oder Sie können mal sagen, da würde mir das und das einfallen. Das machen Sie wahrscheinlich auch ab und zu. Ja, wenn ich die Zeit habe, ja. Es gibt auch eine schöne Geschichte, wenn man in einen Supermarkt reingeht und es läuft im Hintergrund italienische Musik, dann werden 20% mehr italienische Weine verkauft. Oder Salami gekauft. Und wenn sie französische Musik laufen lassen, dann werden französische Weine gekauft. Und so ist es auch, wenn ich eine Marke öfter sehe, egal im Fernsehen, auf Plakaten, im Radio, Werbung, wenn ich öfter präsent bin, dann wissen die Leute, okay, im Unterbewusstsein, die Marke ist da. Und ja. Nun gibt es natürlich Firmen, wo man sagt, ja, machen Sie mal was und die Marke passt einfach nicht zur Firma oder passt nicht zum CEO. Das finde ich ja auch, sagen wir mal, schade. Ja? Also weil man muss ja, also eine Marke wird man nicht von heute auf morgen. Richtig. Da muss man was dafür tun. Wie entstehen denn Marken? Mit dem Wiedererkennungswert. Mhm. Das Gefährlichste oder das, wie würde ich sagen, das... Ja, gefährlichste wäre, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und würde sagen, Herr Lejeune, super Marke, super Lejeune Akademie, aber das Rot passt nicht. Wir müssen jetzt hier alles grün machen. Grün oder blau. Sie würden mich nehmen, Sie würden mich rausschmeißen. Genau. Es ist so. Es ist so. Weil Sie schon eine Marke seit Jahrzehnten aufgebaut haben und die ist in den Menschen so drinnen. Natürlich gibt es kreative Marken, ich sage Adidas, Cola, wie auch immer, die können morgen pink machen, das ist egal, das sind moderne Marken. Aber Sie sind ein selbstbewusster Mensch, der eine starke Marke hat und da passt auch eine selbstbewusste, aggressive, rote Farbe dazu. Und das Schlimmste und das Schwierigste ist, einem Geschäftsführer zu sagen, das Produkt, was Sie haben, passt nicht zu Ihnen. Oder andersrum, wir müssen das anders machen. Aber das gefällt mir an Ihnen. Sie haben so, Sie leisten sich Ihre eigene Meinung. Ja? Weil selbst wenn der Kunde dann sagt, nee, dann ist es nicht, Sie verbiegen sich auch nicht. Es gab es alles schon. Ich habe zu einem Geschäftsführer gesagt, es wird Ihnen nicht gefallen, aber ich sage Ihnen meine ehrliche Meinung. Und dann hat er gesagt, Herr Bretting, wir passen nicht zusammen. Und fertig aus. Und dann ging das Geschäft nicht zusammen. Dann hat es eine andere Agentur gemacht. Und ein halbes Jahr später bin ich mal auf die Website gegangen. Die Firma sah ganz anders aus wie vorher. Es war mir klar, die Agentur konnte es halt besser verkaufen. Und da sind wir wieder beim Verkaufen. Gutes Design muss auch verkauft werden. Also ich sage, gutes Design verkauft sich leichter, aber man muss es verkaufen. Und umso besser das Design, umso weniger muss ich verkaufen. Weil wenn ich Ihnen jetzt ein Logo zeige und sage, wie finden Sie es? Super, egal was kostet, nehme ich. Wenn ich jetzt ein schlechteres Logo mache oder eins, was Ihnen nicht so gefällt, dann da muss ich Sie überzeugen, dann dauert es einen Tag, dann zeigen Sie es der Frau, Mitarbeiter. Ach ja, so schlecht ist es ja gar nicht, die Frau findet es toll, nehmen wir es mal, so ungefähr. Und umso besser das Design ist, umso weniger muss man verkaufen. Aber das Verkaufen gehört auf jeden Fall dazu. Und was ja auch wichtig ist, wenn man einfach so an traditionsreiche Logos geht und die so ein bisschen verändert, ist sehr gefährlich. Ja. Also da gibt es ja wirklich auch Beispiele von großen Weltkonzernen, auch hier in München, wo man eben einfach jetzt plötzlich einen anderen Slogan drunter hat und der passt einfach nicht, weil er einfach Englisch sehr schlecht zu sprechen ist und natürlich ein guter Logo, aber trotzdem die Wirkung ist nicht so. Es muss, wie Sie gerade sagen, bei Konzernen oder bei DAX-Unternehmen muss es in mehreren Sprachen funktionieren. Eins der besten Claims oder Marken, die es die letzten Jahre sehr, sehr gut gemacht hat, war McDonald's. Beim Deutschen hieß es einfach, ich liebe es. Das versteht sogar der Chinese im schlimmsten Fall. Und im Englischen war es I'm loving it. Und es gibt natürlich auch andere Sätze, die im Deutschen, ich sage jetzt mal, die goldene Ananas. Das ist im Deutschen ein Sprichwort und im Chinesischen ist es nicht die goldene Ananas, sondern der rosane Apfel, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt so richtige Slogans auch. Und wir wollen ein bisschen über die Werbebranche reden. Zum Beispiel der Slogan, ich kannte die Firma, die den erfunden hat, Neckermann macht's möglich. Der bleibt heute noch. Das ist einfach, der bleibt im Gehirn hängen. Ja? Das ist wichtig, also auch die richtigen Slogans zu erfinden. Und den Slogan dann vermarkten. Ja. Das geht von Guerilla-Marketing, heute über YouTube, Videos, über moderne Kanäle wie Facebook. Also, und dann braucht man natürlich auch Tutorials, die das, ich sage jetzt mal,
Leute, die das vermarkten, ja. Also die das leben. Da sind wir wieder beim FC Bayern, bei mir Samir. Also das ist, ja. Also die Marke des FC Bayern ist natürlich ein wahnsinniger, ja, Ansturm in die Welt hinaus, ja, also jetzt in China kürzlich und so. Das, aber es hängt natürlich auch davon ab, wie die Jungs spielen. Gell? Also ohne gute Spieler funktioniert es nicht. Funktioniert es, ja, ja. Aber man muss auch sagen, vor, ich weiß es gar nicht, mir gab es jetzt 6, 7, 8, 10 Jahre und der Satz, der passt wie die Faust aufs Auge. Da fragt sich jeder, die Mentalität wurde ja die letzten 20 Jahre... Schon ein bisschen sehr selbstbewusst. Selbstbewusst. Ja. Man muss natürlich, in Bayern muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen selbstbewusst und arrogant. Mhm. Weil der schmale Grat dazwischen, der ist hauchdünn. Aber wir Bayern oder wir Münchner, wir nehmen uns das raus und wir sagen, wir sind mehr. Das, wie gesagt, die letzten 20 Jahre haben die das auch gelebt. Aber den Satz gab es eben nicht. Und jetzt seit 10 Jahren, wir sind mehr, das passt einfach. Das drücken die Spiele aus, dann... Natürlich ein Thomas Müller, das ist ja gefundenes Fressen. Also der als Pressesprecher, das ist ja mir Samir, also besser geht's ja nicht. Gibt ja wenig Münchner noch beim FC Bayern, ja. So einfach ist das. Jetzt noch etwas, es gibt ja so Logos, die, also bleiben wir mal BMW, das ist ja schon ein Logo, der ist irgendwie, weiß nicht, fast 100 Jahre alt oder so. Wenn man jetzt so an solche Logos rangehen würde, das ist, wie würden Sie da rangehen, wenn jetzt Sie einen Auftrag hätten und sagen, machen Sie mir mal Ideen. Man kann ein Logo nicht wahnsinnig verändern, aber man muss ja auch so ein Logo in die digitale Welt reinbringen. Ja? Natürlich, natürlich. Also man muss auch schauen, dass es sehr gut auf mehreren Kanälen funktioniert. Mhm. Das geht hin, klar, auf einer Website kann ich alles darstellen, egal ob das 3D ist, Effekte, es dreht sich, es explodiert in alle Richtungen, aber es muss natürlich auch auf Sachen funktionieren wie Briefbogen, auf einer Stickerei, in einem Hemd drinnen. Es muss, ich sage jetzt mal, zweifarbig funktionieren. Und natürlich nicht zu viel verändern, weil es ist natürlich in den Köpfen drin. Bei BMW wäre es jetzt, okay, das ist seit 100 Jahren am Markt, aber man muss natürlich bei den blauen Weißen bleiben. Man muss natürlich auch diesen Zylinder drin lassen, die Rauten drin lassen. Also viel verändern würde ich da nicht. Also es sind natürlich Kleinigkeiten, aber... Als ich mal vor x Jahrzehnten am tiefsten Punkt meiner Karriere war, also richtig abgestürzt war, habe ich die Idee gehabt, eben über dieses Chip-Broker-System. Und dann habe ich mir mit meinen letzten 5.000 Euro einen sogenannten Werbemenschen geleistet. Wirklich, oder 5.000 Mark waren es. Und dann hat der eben diese zwei runden Kreise gemacht, die dann später auf der Brust von Fußballvereinen waren. Und ich habe dann gedacht, das ist es. Und das war so mein Antrieb. Das war so mein Antrieb, eben zu sagen, für diese beiden Kreise, da gehe ich durchs Feuer. Und dann habe ich die mal so auf einen Mercedes draufgeklebt, dann mal auf eine Colaflasche und überall haben die standgehalten. Und das war auch so die Kraft eines Logos. Weil die Marke zu sehen ist. Ja, ja. Egal wo, auf der Straße, wie Sie sagen, an sich. Und wenn Sie die Marke verkörpern und wenn Sie auch noch hinter dem Produkt stehen, das Beste, was es gibt. Aber es gibt eben sehr viele Leute, die haben ein gutes Logo oder eine gute Firmenfunktion, aber sie stehen nicht dahinter. Wie wichtig ist in Ihrem Business auch, dass Sie dann auch sagen, hier, Sie müssten da oder da oder da mehr hinter der Marke stehen? Sagen Sie das auch den Kunden? Ja, natürlich. Es gibt natürlich zwei Sachen. Entweder man ändert das Produkt, was meistens schwierig ist. Aber die Menschen können wir ja nicht ändern. Die Menschen kann man auch nicht ändern, aber man kann die Einstellung ändern. Da kommen Sie wieder ins Spiel. Ja. Man kann die Motivation ändern, man kann die Einstellung ändern, man kann sich ändern. Da muss man an sich arbeiten. Genau. Jetzt machen wir eine kleine Pause, dann reden wir mal richtig, wie wichtig ist die Werbung. Okay? Gerne. Zuschauer, wir sind wieder zurück. Heute mein Gast Tobias Bretting. Herr Bretting, der Satz oder der Slogan Geiz ist geil, der ging ja richtig ab. Was ist da das gewesen, dass ist aggressiv. Diese große Firma da plötzlich so, ja, aggressiv? Ich habe es vorher kurz angesprochen, es ist ein schmaler Grat zwischen selbstbewusst und arrogant. Mhm. Und
Geiz ist geil, da fühlt sich jeder angesprochen. Da sagt jeder, entweder ist er scheiß oder geil, das ist selbstbewusst, das ist aggressiv. Und wenn sich jeder angesprochen fühlt, genau das wollten sie. Genau das wollten sie. Wobei jetzt nach diesem Geiz ist geil im Grunde nicht mehr so viel kommt. Ja? Also das ist ja immer gefährlich, wenn man so, weil irgendwie Geiz ist ja auch ein bisschen negativ besetzt und jeder sagt heute, das ist geil und so. Also da müsste man ja wieder richtig drüber nachdenken, was jetzt kommen müsste. Wie ist denn, ich habe das Gefühl, die Welt hat wieder Sehnsucht nach Werten, die Welt hat Sehnsucht nach Energie, nach Motivation, nach Vorbildern. Ich glaube, das ist ein ganz neues Marktsegment und nicht nur schnell was Reißerisches, ja, sondern einfach auch mal wieder sagen, die menschliche Komponente. Auf Gefühle und Emotionen eingehen. Mhm. Also es ist natürlich auch ein Unterschied, wirbt jetzt ein Elektromarkt, wirbt ein Supermarkt, welche Zielgruppe spreche ich an? Das finde ich immer das Wichtigste. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Ist egal, ob ich jetzt der Kiosk an der Ecke bin oder bin ich jetzt der große Supermarkt. Und da muss ich einfach schauen, wie erreiche ich die Zielgruppe am besten. Jetzt gibt es ja die Zeitung mit den vier Buchstaben, die ja fantastisch manchmal Headlines produzieren. Also Beispiel, einmal irgendwie gelesen, Frau kam mit Kinderwagen in Schleudern oder so, wo die Leute dann, boah, das ist ja Wahnsinn, das muss ich mir jetzt reinziehen. Oder wir sind Papst. Das ist ja auch ein Metier, was in Ihren Bereich reinfällt. Natürlich. Ja. Es ist eine Kunst, es ist wirklich eine Kunst, eine Headline zu produzieren. Ich sage jetzt mal zwischen 3 und 6 Worte. Wenn ich mit dem Auto an die Ampel fahre, schaue rechts rüber, lese diese Worte und denke mir, krass, abgefahren. Und in diesen 2 Sekunden müssen die es schaffen, den Leser so zu packen, dass ich ins Internet gehe oder mir die Zeitung kaufe und das nachlese. Und sie schaffen es jeden Tag. Es ist absoluter Wahnsinn. Klar stimmt die Headline meistens nicht oder sie filtern aus 2, 3 Sätzen, schneiden sich was zusammen. Aber es ist eine große Kunst, aus wenigen Worten eine wichtige Botschaft rauszufiltern. Nun ist es ja so, Werbung ist ja meistens teuer. Und Werbung ist ja wie Medizin, man weiß nie, ob sie wirkt. Richtig. Ja, oder wann sie wirkt. Ja. Wenn man jetzt einfach mal sagt, eine Seite in einer Zeitung, in einer großen Zeitung kostet ja wahnsinnig viel Geld. Darum sieht man ja auch nicht mehr so viel in der Zeitung. Weil es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern. Ja. Also heute die ganze digitale Welt. Erzählen Sie doch mal, wie Sie da vorgehen. Also gerade im Bereich der digitalen Welt oder wenn man sagt, okay, man macht eine Installation, dass man sagt, man sucht eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, dann geht man wahrscheinlich heute nicht mehr direkt in die Printmedien, sondern man geht einfach in die digitalen Medien. Genau, also wenn ich jetzt ein Auto verkaufen will oder mir einen Job suche oder so, diese Standardsachen, dann gibt es eine Möglichkeit, ich nehme eine SZ oder ich schalte eine Anzeige oder ich gehe natürlich bei die großen Portale rein und schalte da ein Inserat oder eine Annonce. Ist für sowas natürlich hilfreich, weil die großen Marken präsent sind. Jeder kennt ImmoScout, jeder kennt AutoScout, jeder kennt Jobbörse, wie sie alle heißen. Aber wenn ich jetzt ein Produkt habe oder eine Firma bin, es bringt nichts, Samstagabend 7:45 für Tausende von Euro mir 30 Sekunden Werbespot zu blocken. Die sehen wahnsinnig viele Leute. Dann schaue ich mir meinen Film an, zack, und weg ist der Gedanke. Und deswegen ist es wichtig, wo treffe ich meine Zielgruppe und wann ist sie konzentriert? Wann haben sie Zeit zum Handeln? Und das ist so das Wichtigste, wo ich immer den Leuten sage, das ist meine Aufgabe, schauen wir, wo wir eure Zielgruppe finden. Es bringt nichts, einfach wild bei Facebook irgendwas zu posten oder Radiowerbung zu machen oder irgendwas. Man muss schauen, wo wir eure Kunden treffen, die bereit sind, bei euch Geld auszugeben. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was, wieso Ihr Köpfchen funktioniert. Sie müssen ja ständig denken, Sie müssen ja irgendwie was Kreatives entwickeln. Steht da manchmal so eine kleine Flasche Weißwein in der Mitte? Man hat ja nicht immer gleich die Top-Idee. Ja? Also es geht meistens los, also ein normaler Tag, sage ich jetzt mal. Um 7 klingt der Wecker, ich stehe auf, mache meinen Kaffee. Was? Sie brauchen einen Wecker? Ja. Echt? Schon. Echt? Ja. Geht aber auch ohne Wecker. Dann stehe ich erst um 9 auf. Okay, ja, und dann geht die tägliche Arbeit los. Klar, fahre ins Büro. Und würde sagen, wenn ich kreativ sein muss, dann rattert der Kopf.
dann rattert der Kopf. Und das Herz? Pocht umso schneller, ja klar. Weil es gibt natürlich Jobs, wo, ich sage jetzt mal, ein Abgabetermin da ist. Wenn es jetzt heißt, nächsten Donnerstag Präsentation, da muss bis nächsten Donnerstag was stehen. Natürlich wird dann Samstag, Sonntag gearbeitet und auch mal nachts. Dann kann man halt nicht schlafen. Also es gibt schon Nächte, wo einfach der Kopf rattert, denkt, rot, grün, blau, gut, welche Farben, welche Headlines, wie Sie sagen. Welche Schrift. Welche Bildsprache, wie setzt man das, welche Idee, welches Konzept und dann, wie verkaufe ich? Mache ich eine Präsentation ohne Beamer, mache ich eine Präsentation, mache ich ein Handout, stelle ich mich hin? Es gibt viele Arten zu verkaufen. Und da ist einmal das Inhaltliche dann das Wichtige. Und wie verkaufe ich die Arbeit, wie verkaufe ich mich selber? Das ist ja auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel präsentieren, dass Sie die Spannung einfach erhöhen. Also wenn Sie wahrscheinlich präsentieren Sie mit Ihrem kleinen Laptop oder so und dann ein bisschen mehr einschalten und dann wissen Sie schon genau jetzt, wie wirkt der Kunde. Ja? Und es gibt ja diesen Spruch, also entweder kauft der Kunde deine Ideen oder er verkauft dir das Nein. Also es ist immer verkaufen. Es findet immer etwas statt. Also das heißt, die Kommunikation ist da wichtig. Wenn Sie eine Präsentation, sagen Sie mal, Sie machen Logos, dann machen Sie mal so, weiß nicht, 5 verschiedene Logos, aber Sie wissen schon innerlich, ja, welcher Logo. Da wäre schon der Fehler. Weil wenn ich jetzt 5 Logos mache, dann denkt der Kunde, warum macht er 5? Zweifelt der an dem ersten? Warum präsentiert er das 5. als letztes? Ist das das Beste? Okay. Also man muss natürlich auch schauen, das Wichtigste ist, den Entscheider am Tisch zu haben. Weil sonst ist es wie Flüsterpost. Wenn ich irgendjemandem was erzähle, präsentiere das, angenommen 5 Logos, dann denkt sich der Abteilungsleiter, der Projektleiter, ah, die 2 finde ich scheiße, schmeißt die weg und präsentiert Ihnen nur die anderen 3, obwohl Ihnen vielleicht das 4. oder 5. besser gefallen hätte. Also am wichtigsten ist immer, den Geschäftsführer oder den Entscheider am Tisch zu haben und natürlich, wie Sie sagen, den Spannungsbogen aufzubauen, es zu erklären, warum sieht das Logo so aus, wie es jetzt aussehen soll. Und irgendwann fällt der Vorhang, ihm in die Augen schauen und sagen, jetzt ist die erste Meinung wichtig. Also der erste Eindruck. Und dann schauen wir. Wie wichtig ist da auch, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ja, glaube ich, auch ziemlich große Kunden, wir können jetzt keine Namen nennen, aber wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Aber wichtig ist das Outfit, wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen jetzt zu jemand hin, manchmal kommen Sie ja wahrscheinlich auch in kurzer Short oder in Lederhose, was auch immer. Das ist tatsächlich. Ist schon wichtig. Gestern Abend saß ich zu Hause und habe mir 5 Outfits überlegt. Also, ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Als Münchner Kindl kann man natürlich sagen, ich komme jetzt in Lederhosen. Und wenn jetzt einer kurz reinzappt und sieht mich in 5 Sekunden, ah, der verkauft Lederhosen, fertig, aus. Und wenn ich mich jetzt im Anzug und Krawatte hinhocke, dann sagt jeder, der Banker ist wieder da. Also der erste Eindruck mit Outfits ist wahnsinnig wichtig. Und es gibt natürlich, wie Sie sagen, wenn ich jetzt ein Logo verkaufe, dann, es gibt natürlich Tricks. Wenn ich jetzt ein gelbes Logo verkaufe, dann könnte ich schon mal eine gelbe Hose anziehen. Dann gehe ich durch die Tür, der Geschäftsführer begrüßt mich und dann sieht er im Unterbewusstsein, ah, okay, gelbe Hose, irgendwie selbstbewusst. Oder der kommt von der Post. Oder er kommt von der Post, genau. Dann muss ich die Post nehmen. Ja, genau. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo man aufgeben kann, bei der Post. Genau. Und so ist es ja, sehr wichtig, was man anzieht. Ja. Nun sind Sie ja ein junger Mann und Sie wissen ja, Sie werden, glaube ich, nächstes Jahr 30. Sie kennen ja die schönsten 10 Jahre eines jungen Mannes, zwischen 29 und 30. Ah, okay. Genau. Aber Sie sind ja jung und dynamisch und jetzt kommen Sie vielleicht mal zum Kunden, der eben einfach ein bisschen übergewichtig ist, so Frisur wie ich und so. Und er sagt, da kommt jetzt ein frecher Bursch da rein. Wie adaptieren Sie denn das Ganze? Wie machen Sie das? Dann haue ich auf den Tisch und sage meine Meinung. Echt? Da kenne ich nichts. Aber Sie können auch loben, oder? Muss ja nicht immer. Loben? Loben. Ja, natürlich. Das ja, ist auch mal. Also, klar. Also, wie gesagt, wenn ich was verkaufe, dann stehe ich hinter dem, was ich verkaufen möchte. Und Sie sind dann authentisch. Und wenn ihm das nicht gefällt, dann sage ich, ja, danke fürs Gespräch. Und passen wir halt nicht zusammen. Also, bei uns, ich hatte das Glück, dass es sehr gut passt. Wie gesagt, noch beide Zwilling. Ja. Es gibt Leute, da passt es einfach nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich das Glück, dass es eine sehr kleine Gruppe ist, wo es nicht passt, aber ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal so ein großes Unternehmen, also sagen wir mal, zum Beispiel, was ein tolles Marketing ist, ist der Münchner Flughafen. Mhm. Also wenn man da hinfährt, dieses M mit diesen 3 Schrägstrichen, die in verschiedenen Farben sind, das ist ja auch eine Mega-Marke. Dieses M nur, ja.
Was empfinden Sie da, wenn Sie am Flughafen fahren? Man muss auch dazu sagen, das M hat München sehr stark besetzt. Das kommt von den Stadtwerken München, M-Net, alles, was mit der Stadt zu tun hat, ist M. Und da passt natürlich der Münchner Flughafen super dazu. Vor allem muss man dazu sagen, der Münchner Flughafen hat eine enorme Fläche. Das heißt, wie Sie sagen, ich beschäftige mich mit der Marke Münchner Flughafen mindestens 3 Stunden. Weil egal, ob ich mit dem Auto oder mit der S-Bahn dahin fahre, dann sehe ich das erste Mal. Dann komme ich zum Gepäckband, dann komme ich zum Check-in und ich sehe immer wieder die Marke, bis mein Flieger geht. Und das sind mindestens 2-3 Stunden, wo ich immer bewusst und im Unterbewusstsein die Marke sehe. Und natürlich dann auch positiv. Ich habe ein positives Gefühl. Ich fliege in Urlaub. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Marke irgendwie in einem negativen Umfeld kennenlerne oder wahrnehme. Deswegen ist die Marke echt. Und man fühlt sich immer wieder zu Hause, wenn man landet. Also genau, man ist einfach daheim. Genau, ja. Das einfach ist das. Jetzt, Ihr Geschäft ist ja, oder Ihr Business ist ja auch Wahrnehmung. Mhm. Also Wahrnehmung ist ja rundum. Sie haben es mit Menschen zu tun. Also, ich sage jetzt mal, Kunde war gestern, Mensch ist heute. Also Sie machen ja immer was für Menschen. Wie gut ist es da, dass man die richtige Wahrnehmung also sieht, also Hände anschauen oder Körperhaltung, jetzt, wir beide sind jetzt relaxed, ja, uns macht es Freude, jetzt miteinander zu sprechen. Aber wie nehmen Sie wahr? Ich glaube, anders als andere. Mhm. Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich schaue mir die Speisekarte an, dann können Sie mich nach 2 Minuten fragen, was ich esse. Ich habe keine Antwort, weil ich mir erstmal die Speisekarte anschaue. Mhm. Ich nehme anders wahr. Es geht von Räumlichkeiten, aber dann auch bis zu einem Menschen, wie er sich verhält. Wie gesagt, ich habe meistens mit Geschäftsführern zu tun, die ich sehr selten sehe. Die haben wenig Zeit, sie sind schnell unterwegs, viele Termine. Herr Bretting, machen Sie schnell. Und da muss man einfach auf die Details achten. Legt der Geschäftsführer Wert auf Details? Welche Uhr trägt er? Wie gibt er sich? Mhm. Und das sind einfach ja, Sachen, auf die ich, glaube ich, anders achte als andere. Jetzt nochmal zurück. Ihr Geschäft ist ja nicht nur Design, es ist Texten, es ist Farbe. Es ist natürlich auch Visitenkarten. Also Visitenkarten ist ja das Erste, also sagen wir in Japan oder das ist ja, also in der Welt, man gibt einfach eine Karte raus. Wie wichtig ist im Grunde so eine Visitenkarte? Das ist ja ganz, ganz was Persönliches. Richtig. Und es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja. Wenn wir jetzt irgendwo uns kennenlernen in einem Restaurant, auf einer Messe, von mir aus auf der Straße, bei einem Unfall, gebe ich Ihnen meine Visitenkarte. Sie schauen die Visitenkarte an und haben sofort immer die Parallelen, mein Gesicht und die Visitenkarte. Wenn die Visitenkarte jetzt aus Hochglanz mit einer Stickerei oder irgendwas ist, dann wird es einfach anders wahrgenommen, als wie wenn es nur ein normales Papier ist. Deswegen muss die Visitenkarte ist eigentlich ja, die kleinste Maßnahme, ein Unternehmen zu präsentieren. Und auch im Grunde eine sehr gute Investition, die nicht viel kostet. Ja, richtig. Die richtige Visitenkarte. Vor allen Dingen sollte man immer welche dabei haben. Ja. Auch auf der Wiesn. Genau. Haben Sie immer welche dabei? Ja. Aber Ihre schaut ja ganz einfach aus, Ihre Visitenkarte. Weil ich mich ehrlich gesagt so präsentiere, also wenn ich mich vorstelle bei einem Neukunden, präsentiere ich mich zum einen als persönlicher Mensch, dann sitze ich ja vor ihm. Mhm. Zum anderen muss ich ihm ja Referenzen präsentieren. Deswegen will ich mich etwas zurückhalten und lasse so meine Projekte ein bisschen für sich sprechen. Also ich erkläre ihm Referenzen, Projekte, Bücher, Flyer, Webseiten, was ich so gemacht habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Marke daherkomme, rot, dann würde sich das vielleicht mit einem anderen Projekt, was jetzt zum Beispiel dunkelbraun wäre, würde sich das ein bisschen beißen. Deswegen bin ich so eher der schlichte, weiße Webseite, weiße Visitenkarte, der dezentere Typ. Mhm. Design sollte ja irgendwie mal das Produkt zum Sprechen bringen. Also dass man sagt, also ich muss da gar nichts sagen, sondern das Design passt einfach. Mhm. Ja. Wenn man mal so, also ich hatte ja das Glück, Steve Jobs persönlich mal zu sprechen in Kalifornien. Das ist ja mit diesem Apple. Das ist ja im Grunde, wissen Sie, wie der Logo entstanden ist? Nee. Also sein Partner Wozniak, der hat also eine Diät gemacht und dann in den Apfel reingebissen. Und das wurde dann Apple. Ah, okay. Ja? Also und diese Marke, und vor allem Marke, ist ja immer etwas, wo man wirklich designmäßig dahinter muss. Also Verpackung ist wichtig. Also wie verpacke ich was?
Ja, also wenn man heute sagen wir, in Supermärkte geht, dann weiß man, also die Verpackung spricht ja erstmal an. Also der Inhalt ist auch klar, aber wenn ich eine richtige Verpackung oder wenn ich mit, wenn die kleinen Kinder, dann haben die in der gleichen Höhe die richtigen Bonbons richtig verpackt und dann, Mama, ich möchte es gerne und so. Wie wichtig ist auch dieses Design? Ich habe einen Kunden in der Fußgängerzone und dann hat er gesagt, Herr Bretting, wir müssen irgendwas machen, damit wir mehr verkaufen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Ihre Marke wird nicht gesehen. Vor der Türe laufen 1 Million Menschen jeden Tag rum, die müssen ihre Marke in die Hand nehmen. Das Einfachste ist, wir machen schöne Tüten. Jeder Kunde trägt ihre Marke spazieren. Dann haben wir auffällige, orangene Tüten gemacht. Also richtige große Tüten. Richtig Tragetüten, von klein bis groß, wie viel man halt kauft. Knallorange und das Logo nicht nur einmal drauf, sondern Logo, 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 Logo und versetzt die ganze Tüte voll. Wenn Sie am Samstag mal durch die Fußgängerzone gehen, Ihnen fallen nur orangene Tüten auf. Und jeder sieht die Marke, jeder beschäftigt sich mit der Marke. Ach, die ist ja auch in der Nähe. Und die Maßnahme ist nicht teuer. Man muss nur auf die Idee kommen. Ich war mal vor einigen Jahren in der Innenstadt von Bratislava. Und da gibt es also ein Restaurant nach dem anderen. Und ich bin da einfach, weil ich Hunger hatte, bin in so ein kleines Restaurant. Und das war, boah, das war ein super, super Mensch. Und der hatte die Türe zu, es war ein sonniger Tag. Und ich sagte, ja, sagen Sie mal, warum machen Sie da die Tür zu? Bei Ihnen ist ja nichts los. Und diese Küche, Ihr Aussehen und so. Und dann habe ich gesagt, schreiben Sie doch mal einfach drauf. Was. Dann hat er eine Tafel rausgestellt und schon kamen die Menschen. Einfach die Verpackung ist genau es. Genau so ist es. Genau so. Wie verpacken Sie sich denn? Wie verpacke ich mich? Gute Frage. Gute Frage. Sollen wir jetzt in die Werbung gehen oder was? Haben Sie keine Antwort? Wie verpacke ich mich? Ich verpacke mich eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es mal fällig. Ich bin so, wie ich bin. Also, wie gesagt, wenn es mal nicht passt, dann passt es auch nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich zu einem Kunden hingehe und ich muss ihm was verkaufen. Ich sage ihm, das wäre meine Ansicht, das wäre meine Meinung, das wäre die Lösung. Es gibt natürlich andere Leute, die haben andere Ansichten. Würde es natürlich schade finden. Aber ich versuche irgendwie auch ein bisschen zu, ja, ich selber zu bleiben. Gestern auch mit den Klamotten. Dann, ich saß mit meiner Freundin da, meine Freundin hat gesagt, ey, schaust du aus wie ein Fasching, kannst du hingehen? Dann sage ich, das bin ich doch, das ist Sakko, was ich immer trage. Na, du bist im Fernsehen, zieh dich gescheit an. Ja, ja und das bin ich auch. Also ich habe gesagt, ich ziehe keine Krawatte an oder kein Einstecktuch. Das mache ich nicht, weil ich das nicht bin. Deswegen, aber ab und zu schon mal eine Krawatte, oder? Die letzte bei der Firmung, oder? Da muss schon jemand sterben, dass ich ja vielleicht eine Krawatte anziehe. Ja, das selten, ungern auch. Weil, wie gesagt, das bin ich nicht. Vielleicht ein schönes Hemd, schönes Sakko und ja, da müsste ich vielleicht schon einen Termin bei der Bank haben. Also, das brauchen Sie auch nicht, weil Ihr Business ist ja, genau. Ist ja einfach, Sie verkaufen sich gut und dann kommen auch Aufträge genau, rein. Authentisch bleiben, authentisch und menschlich und wie gesagt, gut gelaunt. Und ich hatte auch schon Kunden, die sagen, Herr Bretting, Sie sind zwar teurer, aber mit ihm macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Wo ich sage, ja. Das gut und teuer ist ja ein guter Slogan auch. Richtig. Genau. Ja. Aber ich habe eine Anmerkung. Also, wenn Sie hier oben einfach TB reintun als Monogramm auf dieses schwarze Hemd und dann würde das stehen. Gerne. Tolle Begeisterung. Das war die Sendung heute. Vielen herzlichen Dank, Herr Bretting. Danke. Wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt Wirtschaft. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Und ja, wie gesagt, war eine gute Verpackung. Vielen Dank. Danke.